Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge SnowRunner Season 12. Ich habe mich mal auf einer anderen Kartenabschnitt verkrochen. Lachland. Hab's schon ein wenig erkundet. In der letzten Zeit, so sieht das Ganze jedenfalls teilweise aus. Weiß gar nicht, ist hier auch noch Turm. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Und hier gibt es auch eine Werkstatt, die ist leider noch ziemlich kahl. Da fehlen noch einige Gebäude hier, die sind noch nicht fertig. Deswegen habe ich mir Tuning-Werkstatt rausgesucht. Braucht man viermal Zement und zweimal Ersatzteile, seht ihr oben rechts. Zweimal Ersatzteile kriegt man hier an der Fabrik. Bin ich schon mal hingefahren, die muss ich zurückfahren. Und dann mit einem anderen LKW die viermal Zement holen. Ja, das ist die Aufgabe dem Video. Aber wahrscheinlich wird die sehr schnell vorbei sein, weil es fast zur Straße ist. Deswegen vielleicht mache ich danach noch eine kleine dazu. Mal schauen. Na, eigentlich hier hinten rum schneller. Wir fahren es halt mal. Wenigstens nicht nur Straße. Ich hoffe, dass ich auch durchkomme hier mit dem Ding. So für Matschzeug ist er eigentlich nicht gedacht. Also man hätte auch die Hauptstraße fahren können, klar. Die ist überhaupt nicht schwer zum Fahren. Aber bis jetzt sieht die Strecke ja auch ganz gut aus. Hier stecken bleibe, ist mir eigentlich eine Schuld. Geht noch. Wo muss man denn wahrscheinlich jetzt hier? Ja. Und dann sind wir auch schon gleich an der Werkstatt. Dann kann man nämlich auch wieder die LKWs anpassen, so wie man es will. Es geht jetzt leider noch nicht. Also man könnte sie auf einen anderen Kartenabschnitt anpassen und dann halt dementsprechend hier verwenden, aber direkt hier in der Werkstatt geht's nicht.
So. Na komm, ist nur noch das Stück hier. Jetzt einmal den lassen wir mal stehen. Jetzt holen wir einen LKW, wo wir wenigstens vier Sachen transportieren können. An sich ein ganz cooler LKW, nur er lässt sich echt komisch steuern mit dieser Lenkachse hier. Kann ich ja mal verlinken, wo ich den freigeschalten habe. Bin nicht ganz einfach gewesen. Der kann halt auf Anhieb gleich vier Sachen mitnehmen. Oder vier Stellplätze halt. Wenigstens gibt es hier ausreichend Waren von manchen Sachen, dass man da keine herstellen muss oder wieder woanders holen muss, weil das leer ist. Klar, ein paar gibt es nicht so oft, aber doch schon einige Sachen. So vom Aussehen her ist die Karre echt auch schön mit dem Riesendamm. Gut, Kernkraftwerk, die Türme. Entweder man mag es oder halt nicht. Aber streckentechnisch auch überhaupt nicht anspruchsvoll, was ich bis jetzt so gesehen habe. Sehr viel Straße im Fahren. Das ist ja nicht mal eine Bahnlage hier, ist ja riesig. Kann man nichts schön drehen mit dem LKW. Ah ja, hier gibt es nur Zement bis jetzt. Bleibt das auch so? Hm.
Kann ich das jetzt nicht anklicken? Anscheinend. Hier ist auch noch. Da ist anscheinend schon Ende hier von der Karte. Kleine Tankstelle gibt es ja auch. Das ist auch nicht verkehrt. Weil Anhängershop habe ich jetzt hier noch keinen gesehen. Sieht, der schnellste LKW ist es nicht. Sein Viergängen kommt da nicht so auf die Höchstgeschwindigkeit. Schön, wie das hier leuchtet. Herrlich. Eck hier los. Was soll das denn? Ja, noch bescheuert hätte ich ja nicht hin, schön gerne den LKW. Na, haut jetzt auf. Wow. Super aufgebaut, das Ding. Also überhaupt nicht. Schwer der Auftrag. Gut, da der eine Auftrag hier echt nicht easy war, habe ich noch einen zweiten und dann ist die Werkstatt auch komplett fertig. Bis jetzt kann ich Fahrzeuge, die ich halt berg, dort nicht reparieren oder betanken, automatisch. Das geht dann nach dem Auftrag. Viermal Metallrollen noch holen, auch wieder unendlich an diesem Ladepunkt. Und Stahldreher gibt es ja auch für die nächsten Aufträge. Das machen wir jetzt noch kurz in Anführungszeichen. Ich habe jetzt ein wenig kürzeres Strecke rausgesucht.
aber dafür matschig hier. Deswegen mal schauen. Kann ja immer alles passieren. Aber der kommt eigentlich recht gut durch Matsch durch. Es war ein Riesenhafen, habe ich gesehen, aber da will ich jetzt nicht unbedingt durch. Es steht ganz schön unter Wasser. Muss ich dann vorher schon mal wegen auskundschaften, ob ich überhaupt durchpasse oder durchfahren kann. Flieger mit einem Container. Ey, nicht verschieben, hallo. Will den doch nicht verschieben, das Ding. Dreht es sich automatisch, oder was? Ja, genau, stelle ich noch mehr in den Weg. Schieben wir jetzt nochmal weg, sonst stört er mich dann. Über mit dir. Ja, genau, geht nach oben. Jetzt stellen wir ihn auch wieder auf. Naja, er steht da ziemlich, egal. War das vorhin? Fast nur Landstraße. Ja, hier lang werde ich sich nicht, aber ich komme. Selbst die Strecke hier ist bis jetzt echt überhaupt nicht anspruchsvoll. Es gibt deutlich schlimmere Karten mit Wegen drauf.
Da ist schon die Fabrik. Diese kaputten Straßen hier hätten sie mal fertig bauen können. So, jetzt noch viermal Metallrollen. Was gibt's denn alles? Stahl? Metall. Ah ja. Jetzt den Weg markieren, jetzt fahren wir mal hier rum. Da kann man nicht rum, müssen wir hier bei den Kühltürmen vorbei. Weiß nicht, ob wir die Brücke jemals reparieren. Keine Ahnung. Na gut, die Strecke wird aber recht langweilig. Bis wieder in einem kleinen Zeitraffer. Melde mich zurück von der kleinen, ja, sehr einfache Strecke. Deutlich einfacher als sie hinfährt. Also überhaupt kein Thema hier zu fahren. Weil wir das hier abgegeben haben, ist die Werkstatt auch voll einsatzfähig. Wir können die Fahrzeuge anpassen. Können die Fahrzeuge reparieren, wenn wir sie bergen. Wenn wir sie bergen, so. Und aufgetankt werden sie dann auch automatisch. Das ist ja nicht verkehrt. Oh, ganz knapp. Sehr schön. Wenn es jetzt hier noch einen Anhängershop geben würde, wäre es perfekt. Ich kann ja nur mal kurz schauen, aber ich glaube, hier gibt es keinen. Nö, wird auch keiner angezeigt. Na gut, sag mal vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken. Da seid ihr echt sehr fleißig, das freut mich. Wenn auch ab und zu sich ein Kommentar und ein Video führt, dagegen hätte ich auch nichts einzuwenden. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.